Ja, ich wollte gerade sagen, ich vermute mal, weil sie ihre Frau kennengelernt haben, das war das Beste eigentlich, ne? Oder? Kann man Sowieso, dazu sagen. auf jeden Fall. Ich hoffe. Aber Frau Scharif, Sie sind ja in Deutschland geboren, richtig? Genau, ich bin in Deutschland geboren. Dann hatte er natürlich Glück mit einer richtigen Lehrerin direkt. Genau. Ja. Wie war das denn als, ich meine, Herr Schari war ja für Sie auch fremd. Ja. Wie war das denn so im ersten Moment? Jemand jetzt, der eben nicht aus Deutschland kommt, aber dem man sich doch zugeneigt fühlt. Ist das irgendwie was Besonderes? Definitiv. Ich hätte damit absolut nicht gerechnet. Vor allem, als Ja. ich ihn kennengelernt habe, 2015, da sprach er noch kein Deutsch. Und natürlich, irgendwo spreche ich Deutsch viel besser als Arabisch. Meine Herkunft ist auch Arabisch, aber der deutschen Sprache bin ich definitiv mächtiger. Und deswegen war es erstmal schwer, seine Gefühle oder generell mit intensive Gespräche zu führen auf einer Sprache, die man lieber geführt hätte, also im Deutschen. Und nach und nach lernte er immer mehr das richtige Sprechen und ja, dann hat es funktioniert. Und das heißt, wir können uns im Deutschen genauso wie im Arabischen mit allem unterhalten und 100% verstehen. Durch die Heirat hat sich dann eigentlich der Status von Herrn Scharif verändert, also sein rechtlicher Status. Tatsächlich nicht. Das denken ja viele, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es wäre, wenn möglich, erst nach 3 oder ab 3 Jahren Ehe in Deutschland den Status überhaupt ändern zu können. Genau, dementsprechend hat das mit der Heirat nichts zu tun. Das wird sich dadurch nicht ändern. Man kann den Antrag stellen. Wobei wir aber denken, dass es sogar besser wäre, wenn die dann selbst den Antrag stellt über sich und seine Ausbildung und seine Deutschkenntnisse und dem Ganzen, ja. Und das wäre dann aber frühestens möglich in wie vielen Wahrscheinlich. Monaten? Genau, Oktober, da ist er auch schon 6 Jahre Oktober, dann ja. hier und dann hat er auch eventuell im Oktober dann die Schule absolviert hier in Deutschland, die Anerkennung. Ja, das wäre dann ein guter Abschluss, ne? Wie so eine Zäsur, wo man dann anschließend den nächsten Schritt machen kann. Genau.